und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, euer Gamer Bruder. Ja, Freunde, ich hoffe, es geht euch da draußen gut. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ihr wisst Bescheid, stay at home und so weiter und so fort. Heute gibt es aber trotzdem ein neues Video, denn Sonntag haben wir natürlich gestreamt und es gab das ein oder andere Pack, was wir geöffnet haben, denn abends kamen Lightning Round zu Food Birthday und ich hatte da ja noch so eine kleine Rechnung offen, denn ich habe Freitag keinen gezogen. Und ich habe Freitag viele Packs gezogen. Zu viele eigentlich schon wieder. Jedenfalls ist Sonntag dann der Knoten geplatzt. Also gönnt euch jetzt auf jeden Fall hier das Best-of. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch auch. Ja? 10.000. 10 Likes genau wären geil. Also, ihr wisst, ne? Ja, wenn wir drunter sind, dann... Ne? Wenn wir drüber sind, dann... Alles klar, Freunde. Okay, ich würde sagen, gönnt euch das Video. Morgen Abend gibt es auf jeden Fall wie immer den Menü Mittwoch. Und dann Donnerstag letzte United-Folge. Bis dahin. Abfahrt. Özil sieht halt echt geil aus mit 5 Week, ne? Özil, hat einer von euch Özil schon gezockt? Boah, ich hoffe, ich habe jetzt nicht gleich wieder Nasenbluten, Alter. Hat von euch Özil schon mal aktiv einer gezockt? Für Birthday Counter geht auf Eis. Ey, so traurig. Ich habe gestern, während Steini gestreamt hat, ein bisschen die 100k Lightning gezogen. Ich habe immer noch keinen Food Birthday gezogen. Das ist so traurig. Özil ist ganz stabil. Mal was Neues. Ja, ich feiere den. Das Problem ist bei mir aktuell bei Özil. Ich zocke eigentlich aktuell ungerne Teams mit einem 10er. Ich zocke eigentlich ganz gerne Doppelspitzen. So 4-4-2, 4-2-2-2. Die feiere ich mehr. Also mit zwei Flügelspielern dann auf den ZOM-Positionen. Und einer Doppelspitze mit einem klaren Neuner und einem beweglichen Gegenpart daneben. Gönn doch mal ein Food Birthday jetzt. Ja, ich krieg nicht mal Walkouts aus 125. Digga, ich zieh 225 Carpacks und ich zieh zweimal Jayco. Cool. Manche Leute machen so Back-to-Back-Icon, Back-to-Back-Walkout, Back-to-Back Food Birthday. Ich kann euch ein Back-to-Back-Jayco anbieten. Ja, Walkout! Neymar! Nicht mal Alisson. Pass mal auf. Und jetzt ist ein Jayco dahinter. Jetzt ist noch ein schöner Jayco dahinter. Weil wir ihn noch nicht gesehen haben heute. Ey, aber das Ding ist, die Food Birthday Animation sieht halt so geil aus. Und ich habe sie einfach noch nicht auf meinem eigenen Screen gesehen. Traurig. Food Birthday? Back-to-back Walkout. Ja. Lacazette. Hey. Die Torhüter kann ich. 88er Torhüter Premier League kann ich. Da bin ich drin. 3 Walkouts in Folge. Belgien. Razer. Hype. Es läuft aktuell nicht, Freunde. Aktuell ist der Wurm drin. Der sieht aber gut aus. Der bräuchte mal eine Special Card. Ja, ne? Wenn der da bis jetzt leider noch keine Special Card. Wenn der einen Player of the Month hätte, wäre schon krass. Razer nochmal. Hey, aber 4 Walkouts in Folge. Waren alle gut. Waren alle richtig gut. Jetzt Good Birthday Walkout. Ey, ist sogar ehrlich ein Walkout. Eriksen, oha, mitnehmen. Für die paar Dinger, die ich da abgegeben habe. Ja, nice. Das geht voll in Ordnung. Das nehme ich aber mit. Das nehme ich aber sehr gerne mit. Ich werde die 50er jetzt nicht viel ziehen, ey, weil da ziehe ich eigentlich lieber die, weiß nicht, 50k Packs, Mann. 50k Packs bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Weil die können mich ja jetzt mal eines Besseren Ja, die können mich eines Besseren belehren. Die 50k Packs. Wir sind richtig gut. Vielleicht ziehen wir heute den ersten Food Birthday. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Border geht unendlich. Die Karte ist aber krass. Boah, ich ziehe ehrlich nicht so viel davon. AP soll die heftigste Karte in Game sein wegen den 5-Star Weakfoot, was selbst die Totti-Karte nicht hat. Way! Walkout aus 50k. Ja, Italien! Bonucci! So safe, Bonucci! Ja, so, was ist jetzt? Jetzt habe ich mich dafür gestresst, dass in 3 Minuten ganze 5500 Packs weggegangen sind. Ihr seid auch richtige Nasen, Alter. Hallo, yay. I please want to have Food Birthday in a pack. Wisst ihr, was ich davon halte? Oh, Bruder, ich hab nicht gedacht, dass der so... Boah, der stinkt auch noch. Cringe den Man. So, darauf jetzt Good Birthday. Man muss EA Sports einmal erst anfuchsen. Ja, ciao, Leben. Das war's dann mit anfurzen. Du hast mein Food Birthday belogen. Fraser. Ja, Fraser. Woo! Ist es eine Icon? Ist es eine Icon?
Ey, das sah halt ehrlich weiß aus. Das sah wirklich weiß aus, Mann. Ah, nein. Oh, na, na. What's my name? Laporte oder Icon im PKR. Titel steht auf jeden Fall. Fraser? Ey, Pepe Reiner. Ey, ey. Meine Güte, geht er ab. Danyaki Williams. Wow, krank. Was ist er wert? 20k? 100 sogar. So. Abfall, ich ziehe jetzt meinen ersten Foot-Birthday. Das ist jetzt erstmal eine Moments of Ansage. Bruder, ich will einfach einen Foot-Birthday ziehen. Fraser. Digga, Pepe Reiner, Alter. Fucking Pepe Reiner, Mann. Auch schon 100 Mal gezogen dieses Wochenende. Fucking Pepe Reiner. Schwierig. Oblak für gute Fahrwasser. Ist das ein Spieler über 100k? Kostet der noch über 100k? Ja, eines Packliste brauche ich aber. Hey, noch ein Team of the Week Moments, Divishi. Nice. I like that. I love this game. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre mein Walkout-Millionär. Und nicht Müller. Oder Werner. Besser Oblak als Gaetan oder Gené. Nein, nein, eben nicht. Ich will, gib mir den schmutzigsten, schlechtesten Foot-Birthday-Spieler. Aber gib ihn mir einfach. Grießmann, komm. Irgendwas. Irgendein von Birthday, bitte. Immerhin Walkouts kommen. Ja, Pjanic. Für den grünen Licht zu Dzeko. Ja. Frankreich. Oh lol, was sogar ein Walkout? Ach nee, ist okay, oder? Ach, Lul. Sieht aus, wenn ein von Birthday kommt. Bruder, falscher Stream. Weniger Warzone mehr. FIFA, halt's Maul. Ich hab seit 3 Tagen kein Warzone gezockt oder so. Die Walkouts kommen. Müller. Da ist er doch! Mann, ich möchte einen Foot-Birthday ziehen. Das fuckt mich ehrlich ab, Mann. Ey, wirklich? Das gibt's doch nicht. Funes Mori, Double Walkout, MTT auch noch mit dabei. Cool. Harry Kane, ich bin der Harry Kane. Ja, wir haben grandios Season gespielt. Und Asen, was sag ich schon? Parejo, mein Lieblings-Walkout. Walkouts kommen immerhin, ja. Rein von der Packrate sind die gerade nicht schlecht. Nur Foot-Birthday ist halt einfach nicht vorhanden. Ah, dafür Frasers. Ja, oder Rafa. Auch cool. Rafa ist auch cool, wirklich. Er ist auch cool. Die Walkouts kommen halt ehrlich, ne? Das muss man denen lassen. Jawohl, Verratti! Woo! Da bist du doch! Fraser? Mann! Hey, Double Walkout! Woo, woo. Digga, jedes Pack ein Walkout. Ja, die Packs sind auch nicht schlecht gerade. Ehrlich nicht. Die sind wirklich nicht schlecht. Aber ich will einen Foot Birthday ziehen. Hätte ich einen Foot Birthday schon gezogen, würde ich die Lightning Round abfeiern hier. Naja, so ist das. Mit den beliebten Menschen. Als ob das andere Menschen außer Fraser, Pepe Reiner und Rafa sein können in den Packs. Als ob! 50k, oh. Oh. Sogar was wert. Der ist sogar 900k wert. EA liebt mich. Ich bin auf der Party eingeladen. Auf dem Geburtstag bin ich drin. Dankeschön. Lange gewartet, aber dafür Frankreich gekriegt. Dankeschön. Danke, danke, danke. Zum Glück auch nur 3 Packs für den geöffnet. Insgesamt nur 3 Packs geöffnet. Junge, 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 Alter. Wer hat an mich geglaubt? Wer hat an diesen jungen, gut aussehenden Mann geglaubt? Und wie geil sieht bitte die Animation aus? Endlich bin ich auch mal auf dem Geburtstag. Weißt du, ich bin so ein Typ, der wird erst dann auf dem Geburtstag eingeladen, wenn der ankündigt, Bruder, ich mach gute Geschenke, Jägermeister, Wodka, ich bring alles mit. Sogar noch Mischzeug, Kastenfelddienst kaufe ich auch. So einer bin ich. Oh, lol. Okay, Aguero ist nichts mehr wert, aber gute Modell.